Hey Sebastian, was hast du heute Morgen eigentlich gefrühstückt? Das war doch dieses fantastische Bubbles Müsli, was einen richtig schön in den Tag bringt. Ja, Müsli von Bubbles, meine Damen und Herren. Das Bubbles Müsli? Kurbelt die Verdauung an. Bubbles Müsli. Aber es riecht nicht schlimm. Also die Verdauung. Frisch in den Tag. Jetzt bei Bubbles. Ja, herzlich willkommen bei Bubbles. Heute geht es um Bubbles. Das heißt, es geht eigentlich um uns. Ja. Und zwar gehört Bubbles zu Funk. Funk ist das junge Angebot von ARD und ZDF und somit öffentlich-rechtlich. Was wäre, wenn Bubbles nicht werbefrei wäre? Was? Aber sie selbst. Funk ist öffentlich-rechtlich. Öffentlich-rechtlich heißt unabhängig. Und unabhängig klingt jetzt erstmal so, ja, was bringt das? Weißt du auch noch nicht, wo du Silvester verbringen sollst? Dann empfehle ich dir jetzt mal, unser Bubbles Reisebüro auszuchecken und dir dort die attraktiven Reiseangebote anzuschauen. Das heißt zum Beispiel, dass wir nichts machen müssen, was irgendeiner Firma gefällt. Wir müssen keine Werbung verkaufen. Hey, hey, hey! Mehr Jungfrau Coldi! Sie ändert die Haare, wenn du sie mit in die Badewanne nimmst und schwupps wird blau zu rot. Du weißt nie, welche Haarfarbe sie hat. Hui! Kauf jetzt Meerjungfrau Coldi! Und das ist auch der Vorteil vom Öffentlich-Rechtlichen, weil wir haben die Möglichkeit, auch Themen zu machen, die vielleicht nicht die große Masse interessieren, aber eben auch von euch kommen vielleicht. Genau, da sind wir schon beim Stichpunkt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, was euch interessiert, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Mit Glitzereffekt und wenn du hier auf den Arsch drückst, pufft sie Seifenblasen. Blub, 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 blub. Zaubermeerjungfrau Coldi. Es gibt den Rundfunkbeitrag, das ist ein gewisser Betrag, den man jeden Monat zahlt. Dafür gibt es unsere Videos, Das schaffst du nie oder Bubbles, umsonst. Kennt ihr diese Leute, die behaupten, dass Wasser immer gleich schmecken würde? Das sind die Unwissenden, die noch nie Bubbles Wasser probiert haben. Genau, und zwar auch komplett werbefrei. Also ihr seht vor den YouTube-Videos niemals Werbung, ihr seht in den Videos keine Werbung. Leute, Apple und Android. Das war gestern. Jetzt gibt es das neue Bubbles Phone. Und wenn du das noch nicht hast, dann tust du mir leid. Denn darauf, ich sag dir, die beste Auflösung auf dem Display. Und wir werden jetzt auch nicht bezahlt für irgendwelches Product Placement oder so. Hey, und wisst ihr, was geil ist? Bubbles macht jetzt auch Mode. Das ist alles komplett werbefrei und unabhängig. Ich hasse Werbung auf YouTube. Ich hasse es, mir Werbung anzugucken. Ich will nicht, dass vor meinen Videos irgendeine Werbung kommt, weil ich das selber nicht kontrollieren kann. Kennt ihr das? Der zweite Tag im Monat und schon ist Datenroaming vorbei? Mensch, das muss doch nicht sein! Denn jetzt gibt es den Handyvertrag von Bubbles, ja! Das hast du bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht. Das ist cool, dass ich mich einfach frei entfalten kann, dass die Leute dann sagen, mach einfach deine Kunst, du sollst dich frei entfalten können, mach deinen Scheiß, ja? Und die Klicks sind erstmal egal. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Seid ihr manchmal schlecht drauf? Das muss nicht sein. Ich habe einen Tipp für euch, denn jetzt gibt es Bubbles von Bubbles. Ja, die kleinen lustigen Bubbles helfen dir überall, in jeder Lebenslage. Ey, ich bin ja mega froh, ein Teil von Bubbles zu sein, denn früher hätte ich gerne so eine Plattform gehabt, wo ich mal hätte hinschreiben können, wenn ich irgendwie ein Problemchen hätte, ohne irgendwie direkt das an die große Glocke hängen zu müssen. Das ist cool, Bubbles hat eine süße kleine Community. Und es sind Kinder dabei, Jugendliche, auch Erwachsene, die dann sich auch ein bisschen gegenseitig therapieren, habe ich das Gefühl. Mit dem Code Bubbles 2019 kriegst du jetzt 15% Rabatt. Also hier kann man wirklich noch in den Kommentaren lesen, dass die Leute sich miteinander unterhalten, auch vernünftig unterhalten. Und wir finden vielleicht nicht immer bei Bubbles eine Lösung für ein bestimmtes Problem, aber zumindest kann man das Problem ansprechen. Hier hast du halt die Möglichkeit, echte Erfahrungen zu hören. Und ich habe das Gefühl, dass das auch die Sache ist, die einem am meisten hilft. So echte Geschichten. Ich bin ja auf meinem Kanal alleine, das heißt, ich teile da nur meine Erfahrungen. Aber hier sind es halt mehrere Leute und ich glaube, dass das, es ist ja so, also jeder klickt ja mit jemand anderem und hier hat man halt ein Angebot, dass gleich 5, 6 YouTuber in einem Video zusammen über ein Thema sprechen und ich glaube, dass das einfach noch mehr Leute anspricht als eine Person alleine. Ja, wir müssen jetzt so, wir bräuchten jetzt so ein bisschen Fahrstuhlmusik, ein bisschen was Gedämpftes, bisschen melancholisch, bisschen traurig. Marc, ich weiß, dass du oft Schmerzen hast, aber ich habe jetzt eine Lösung für dich. Bubbles, die Hämorrhoidencreme. Oh Mann, so einen schlechten Gag so lange aufgebaut. Na gut, die Hämorrhoidencreme von Bubbles hat mir schon den Arsch gerettet. Jawohl!